Hallo, hallo. Ich habe ja gestern in meiner Story über das Thema Mindset so ein paar Fragen gestellt und tatsächlich fanden das Thema sehr, sehr viele von euch sehr spannend. Einige beschäftigen sich auch schon mit Mindset, manche machen gar nichts fürs Mindset. Genau, und ich habe jetzt mal überlegt, dass ich euch heute einfach mal von mir selber erzähle, wie meine Morgen- und Abendroutine aussieht und einfach mal kurz ein bisschen ein paar Ideen gebe, was ihr vielleicht in eurer Morgen- und Abendroutine einbauen könnt. Und ja, das Wichtigste ist halt erstmal zu wissen, dass wir ziemlich viele Dinge, die wir tun, jeden Tag unbewusst tun und dass wir auch sehr, sehr, sehr häufig das denken, was wir am Vortag gedacht haben. Also die Gedanken wiederholen sich sehr extrem. Und ja. Auch wichtig zu verstehen ist, dass viele Dinge, die wir aus Gewohnheit tun, zum Beispiel damit zusammenhängen, dass wir eine, ja, Belohnung dafür haben wollen. Das heißt aber nicht, dass eine Gewohnheit immer gut ist oder immer schlecht. Das heißt, es kann beides sein. Zum Beispiel wäre eine schlechte Gewohnheit wäre, wir befriedigen unseren, ja, was wir gerade uns wünschen, was wir wollen, zum Beispiel mit einem Stückchen Schokolade. Das ist eine sofortige Belohnung, die aber nicht lange anhält, wenn unser Ziel zum Beispiel ist, dass wir eigentlich den Summer Body 2021 haben wollen. Aber natürlich hat man einen viel schnelleren Belohnungseffekt, als wenn man zum Beispiel 2 Stunden ins Fitnessstudio geht, denn man sieht ja nicht sofort den Beach Body, sondern man muss ja auch dafür weiter arbeiten. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, manche Dinge umzuprogrammieren, die man sich über den Lauf der Zeit halt angeeignet hat. Und vielleicht habt ihr euch ja schon mal eine Liste gemacht oder Gedanken gemacht, welche Belohnungen kurzfristig sind und welche Gewohnheiten schlechte sind und welche Gewohnheiten gute Gewohnheiten sind. Und euch auch vielleicht mal überlegt, dass ihr diese Dinge umwandeln wollt oder könnt. Genau, das wäre also zum Beispiel so der erste Tipp, den ich für euch habe. Und das nächste ist aber, dass wenn wir zum Beispiel Gewohnheiten haben, es ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch Gewohnheiten haben, die zu uns passen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mir Routinen erarbeiten, ist es natürlich ziemlich blöd, wenn du dir jetzt die beste Routine von allen aussuchst, aber du findest das total doof und es passt eigentlich gar nicht zu dir. Das heißt also, es ist super wichtig, dass du dir da auch etwas aussuchst, was zu dir passt. Und da gebe ich dir gerne ein paar Impulse, was man machen könnte, und da kann man einfach umprobieren, wie man gerade möchte. Auch wichtig zu verstehen ist natürlich, dass eine Gewohnheit erst nach 66 Tagen einsetzt. Erst nach 66 Tagen hast du einen gewissen Automatismus da drin. Dementsprechend musst du ein bisschen durchhalten und ein bisschen, ja, du darfst nicht so ungeduldig sein, und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass die Gewohnheit dir auch Spaß macht und zu dir passt. Das einmal vorab zum Thema Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten und wie oft wir uns eigentlich quasi in der Gedankenschleife und in unseren Tätigkeiten auch wiederholen. Ich fange mal an mit einer Morgenroutine. Meine Morgenroutine besteht zum Beispiel als allererstes aus Journaling. Ich habe hier ein Tagebuch, da gibt es unterschiedliche. Ihr könnt zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch nehmen, ihr könnt hier das Blitz-Tagebuch nehmen. Das ist auch wieder einfach eine Geschmackssache. Was wichtig ist, ist, dass ihr auf jeder Seite habt ihr einen Teil für den Morgen und einen Teil für den Abend. Und wichtig ist halt einfach, dass ihr euch am Morgen schon auf den Tag programmiert. Das heißt, am Morgen ist erstmal ganz wichtig, dass ihr euch auf euch selber fokussiert. Bitte greift nicht direkt zum Handy und schaut auf Instagram und dann, ja, die sind im Urlaub, warum bin ich nicht im Urlaub? Und oh, die sieht so toll aus, warum sehe ich nicht so toll aus? Das ist einfach nur reaktives Verhalten. Fokussiert euch auf euch selber, um halt wirklich negativen Impulsen möglichst keine Chance zu geben. Und schaut einfach mal, was sind meine Dinge, die ich heute machen möchte. Wie möchte ich mich zum Beispiel fühlen? Worauf freue ich mich ganz besonders? Einfach, um euch mal wirklich nur ein paar Minuten mit euch selber auseinanderzusetzen und zu schauen, was ist es, wofür ich mich heute begeistern möchte. Also pickt euch einfach 2 Dinge auch aus, die ihr euch für den Tag vornehmt. Einfach, um auch die Entscheidung für euch für den Tag, was euer Fokus sein soll, schon direkt am Morgen zu setzen. Und ganz wichtig hier ist halt auch zu verstehen,
Nicht nur, dass ihr euch auf den Tag schon programmiert, sondern wenn ihr eine Routine habt, auch morgens zum Beispiel schon, wo ihr einen Automatismus mit drin habt, dann wird euch natürlich auch über den Tag vieles viel einfacher gemacht. Denn jede Entscheidung kostet Willenskraft. Und Willenskraft heißt halt einfach, dass, ja, oder jede Entscheidung, die Willenskraft kostet, heißt halt auch einfach, dass euch Willenskraft für eine andere wichtige Entscheidung fehlt. Warum wollt ihr also zum Beispiel dieses jetzt schon vergeuden, indem ihr, ja, das, für unnötige Dinge, die auf Automatismus wunderbar laufen können, verschwendet? Das heißt, also ich starte meinen Tag mit Journaling. Manche fangen an mit einer Meditation, weil man gerade morgens, wenn man zwischen dem Aufwachen und also zwischen Schlafen und Wachwerden in so einem Theta-Zustand ist, sehr gut sein Gehirn auch programmieren kann. Viele trinken einfach ein Glas Wasser, machen Sport. Also das ist wirklich etwas, was ihr selber für euch entscheiden müsst. Ich komme mit diesem Journaling super, super gut klar und habe dann auch schon so ein bisschen einen Fahrplan für mich für den Tag, was ja wunderbar funktioniert und weiß auch schon, was erwartet mich diesen Tag, wofür bin ich dankbar, was habe ich vor und bin dementsprechend auch gleich schon mal positiver gestimmt und habe auch wirklich die Zeit für mich genommen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Denn keiner ist ja wirklich so, dass er gerne ja, gestresst anfangen will. Also ich meine, wer immer snoost und dann gehetzt zur Arbeit rennt, ist ja eigentlich immer schon grundsätzlich ein bisschen gestresst. Also nehmt euch die Zeit morgens und kommt erstmal für euch selber bei euch an und dann könnt ihr halt starten und wirklich ja, ganz, ganz entspannt den Tag starten. Während des Tags passieren sowieso auch immer irgendwelche Routinen, also ihr fahrt zur Arbeit oder ihr, weiß ich nicht, bringt die Kinder in die Kindertagesstätte, was auch immer. Das sind ja alles Sachen, das ist ja, es läuft auch alles quasi auf Autopilot, da braucht ihr eigentlich keine gewissen, ja, speziellen Anweisungen dafür. Das ist alles so eine Routine, was jeden Tag sich eingespielt hat und läuft. Und dann ist es nochmal ganz wichtig, dass ihr euch auch am Abend nochmal die Zeit nehmt, wirklich bei euch anzukommen, wieder runterzukommen und euch nochmal mit euch zu beschäftigen. Denn ich habe ja vorher schon gesagt, dass ganz viele Gedanken, die wir denken, die haben wir am Vortag auch schon mal gedacht. Das heißt, es ist ein Kreislauf und dementsprechend solltet ihr natürlich mit einem guten Gedanken schließen, um den nächsten Tag auch mit einem guten Gedanken wieder starten zu können. Das ist ja ganz logisch. Also wichtig ist zum Beispiel abends, nochmal runterzufahren, vielleicht einen Podcast zu hören, die Wohnung aufzuräumen, die To-Do-Liste für den nächsten Tag zu schreiben, um einfach zu wissen, was erwartet mich denn morgen? Und immer das Ganze auch in einem gewissen Limit zu halten für euch selber. Also macht auch bitte wirklich Häppchen, die machbar sind und schreibt euch nicht solche Listen, wo ihr eigentlich schon wisst, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Und was auch immer eine coole Belohnung ist, nicht das Stückchen Schokolade zu essen, sondern für alles, was man erledigt hat, einen kleinen Haken zu setzen. Das ist die Mini-Belohnung. Und das tut auch schon gut. Also mich persönlich macht es zum Beispiel total glücklich, To-Do-Listen abzuhaken. Das ist also auch für abends eine wunderschöne Aufgabe, wenn du sagen kannst, ich habe das und das und das und das geschafft. Und ich bin da und da und da und dafür dankbar. Und aber auch ein bisschen kritisch reflektierst, einfach mal zu gucken, wo könnte ich denn den nächsten Tag besser werden? Auch das ist ja eigentlich immer wieder eine gute Sache. Selbstreflexion ist total wichtig und das können ganz viele Menschen einfach nicht, weil mit sich selber auseinandersetzen ist auch manchmal ein bisschen unbequem. Und das gehört einfach auch mit dazu. Also zum Beispiel Abendroutine könnte sein, Podcast hören, dann ganz langsam runterfahren, die To-Do-Liste schreiben und dann halt schon mal in das Tagebuch reinschreiben. Und auch hier ist es wieder so, ihr könnt euch über Nacht umprogrammieren. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel mit einer Hypnose über Nacht auch eurem Gehirn so ein bisschen Futter geben und euch in eine andere Richtung programmieren. Ganz unterbewusst und unbewusst. Was für mich nochmal wichtig ist zu sagen, bitte stellt euer Handy über Nacht in den Flugmodus, schaut nicht nachts aufs Handy, schaut nicht morgens direkt als erstes aufs Handy, sondern seid morgens und abends in dieser Zeit, die ihr euch gebt, wirklich einfach bei euch selbst. Genau, das ist so mein Tipp für die Routinen. Wie gesagt, ich schreibe auch in das Tagebuch. Ich mache morgens auch total gerne einfach noch ein bisschen Sport. Ich höre abends super gerne einen Podcast. Das sind einfach so meine Dinge, die ich jeden Tag tue und das funktioniert für mich. Ihr könnt die Routine länger und kürzer gestalten. Hauptsache, ihr habt einen fixen Fahrplan für euch selber, der funktioniert. Und
da wir ein richtig cooles Event haben, nämlich am 22.05. gibt es ein richtig cooles Mindset-Coaching. Da geht es auch unter anderem um Routinen, aber auch generell um Mindset, positive Programmierung, wo ist mein Warum, wie setze ich meine Ziele. Super spannend. Wer sich dafür interessiert, schreibt mir doch einfach kurz eine Nachricht und ich gebe euch den Link, wo ihr euch anmelden könnt. Das Ganze kostenlos mit einem mega coolen Workbook dazu und 10 Tage noch Coaching. Das heißt, ihr habt wirklich ein kleines bisschen mit Stützrädern und Anfahren schon einen guten Schritt für ein gutes Mindset gelegt. So, ich hoffe, dass ihr ein bisschen was gelernt habt, dass es euch Spaß gemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genießt ihn trotz Regenwetter und ja, Happy Hump Day!